Kapitel 4 Flackern. Pike, es ist alles auf dem USB-Stick. All die Beweise, die du brauchst, um Typhon für Gabes Tod und noch vieles mehr dran zu kriegen. Okay, bring ihn mit. Wir treffen uns in einer Stunde. Danke. Wir sehen uns. Bürger von Haven Springs, wir berichten live vom Frühlingsfest. Eine letzte Erinnerung. Holt euch beim Blumenwagen eine Rose, bevor sie alle weg sind. Beim allerersten Frühlingsfest in Haven vergaben heiratsfähige Frauen aus guter Familie und in gebärfähigem Alter Rosen, um einen Partner anzulocken. Was soll ich sagen? Geschichte ist echt schräg. Zum Glück ist die Sache mit dem Heiraten weggefallen, aber die Rosen gibt's noch. Und falls es jemand Besonderen für euch gibt, drückt eure Zuneigung nichts besser aus als eine Rose. Und ganz nebenbei sind sie auch noch ziemlich schick. Klingt witzig. Rosen vergeben. Mache ich sowas? Vielleicht. Ich entscheide mich unten. Erstmal schnappe ich mir den USB-Stick. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange True Colors. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, weil es mir immer noch nicht besser geht. Aber ich habe jetzt ein paar Tage Pause gemacht und ich wollte endlich mit den Aufnahmen weitermachen. Oh, gepresste Rose, wo wir gerade schon bei dem Thema sind. Die schauen wir uns doch mal an. Schön, aber das ist so gar nicht Gabe. Warum hat er sowas? Nur mitnehmen können wir sie nicht, schade. Aber wir können doch mal aus dem Fenster sehen. Sieht aus, als wenn das Fest schon in vollem Gange ist. Ich bin echt aufgeregt. Ja, nicht so wirklich. Okay, die Sachen haben wir uns schon mal angesehen. Videospiel und so kennen wir auch alles. Chinesisches Gericht. Ich glaube, das wird der perfekte Afterparty-Snack. Okay. Ja, den USB-Stick suchen wir. Ich glaube zwar nicht, dass sie den jetzt in so einer riesigen Kiste hier aufbewahrt, aber wir können trotzdem mal gucken. Roboter. Ja. Diese eine Verzierung macht voll den Unterschied. Ne, finde ich auch. Eine so eine Kugel am Baum? Wie stehen die Chancen, dass deine Anleitung hier drin ist? Ah, Lichterketten. Der Schlüssel zum Cozy Places Subreddit. Erstmal schnappe ich mir den USB-Stick. Ja, das versuche ich ja gerade. Moment, undichter Hahn? Ich wollte Jack von der Spüle erzählen, aber ich habe Angst, dass er versuchen wird, mir beizubringen, sie selbst zu reparieren. Ja, das wäre doch cool. Also, ich finde sowas immer klasse, wenn man das selber kann. Gut. USB-Stick, da ist er doch. Okay. Zeit, nach unten zu gehen. Ja, gut. Den Rest haben wir ja soweit, glaube ich auch. Können wir da nochmal hochgehen? Ich sollte wirklich runter in den Park. Ja. Aber immer wenn du das sagst, dann mache ich das. Und dann habe ich irgendwas nicht gemacht. Deswegen... Alwyn, die Badin, wird erneut losziehen. Okay. Ich schätze, wir gehen mal nach unten. Test, Test. Eins, zwei. Eins, zwei. Nicht dein Ernst. Du hast einen Rock an? Hey, Leute. Fröhliches erstes Frühlingsfest. Danke. Leute, ich muss mich bei euch entschuldigen. Was in der Wohnung passiert ist, hat mich echt fertig gemacht. Können wir beiden zuhören? Moment, Gabe zu hören? Ja klar. Wie gesagt, ich habe länger nicht mehr gespielt. Ich muss die Namen erstmal wieder reinkriegen. Charlotte zu helfen, genau. Weil der haben wir ja die Aggression rausgeholt.
In den letzten Wochen dachte ich, ich hätte meine Emotionen wieder im Griff. Aber als das mit Charlotte passiert ist... Es ist immer das Gleiche. Ich verliere die Kontrolle und verletze die Menschen, die mir etwas bedeuten. Es tut mir leid. Ach, scheiß drauf. Wenn sich jemand entschuldigen muss, dann ich. Seit wir uns kennen, bist du für mich da. Dann brauchst du mal Hilfe und ich verkack's. Nicht cool. Tut mir echt leid. Ja, stimmt. Ich glaube, die hat doch irgendwas kaputt gemacht oder so, ne? Ist völlig in Ordnung. Trotzdem schulde ich dir eine neue Trophäe. Die Flasche. Spielen wir drum. Ja. Ich spiele ungern den Spielverderber, aber Typhon sprengt seine eigene Mine? Warum? Weiß ich noch nicht. Aber wir haben alle Beweise, die wir brauchen, um sie für Gabes Tod dran zu kriegen. Ich habe Pike erreicht. Er wird bald hier sein. Wenn er sieht, was auf dem Stick ist, heißt es Game Over für Typhon. Ein guter Grund zu feiern. Ich denke, wir haben uns heute Abend ein wenig Spaß verdient. Die Band legt gleich los. Geh am besten ganz nach vorn. Oh, krass. Braucht ihr Hilfe beim Aufbauen? Ach, nein. Alles gut. Sind fast durch. Ich muss kurz zurück zum Wohnwagen. Also versuch dich ganz normal zu verhalten. Ich kann nichts versprechen. Meld dich, wenn's bereit ist. Wenn ich eine Rose vergeben würde, wären Steph und Ryan ganz oben auf meiner Liste. Ja. Egal. Jetzt will ich erstmal das Festival genießen. Ich wollte gerade noch sagen, wir haben hier noch so einen kleinen... Ah, Rosenwagen. Ah. Okay, dann nehmen wir mal eine. Aber eine gelbe? Kann man noch zwei nehmen? Ja, ich weiß ja immer noch nicht so genau, ob man überhaupt, ich meine, es ist ja Life is Strange, ob man überhaupt irgendwas anbandeln kann mit einem Kerl. 233? 234? Ernsthaft? Ich habe noch nie jemanden gesehen, Nein. der sich so auf ein Glas Jelly Die Rote war 234. Hi. Oh, hey. Schön, dich zu sehen. Du nimmst diese Jelly Beans aber echt ziemlich ernst. Ja, denn der Preis ist ein 100-Dollar Geschenkgutschein. Wow. Meine Mutter wurde befördert, deshalb will ich sie richtig schick ausführen. Klingt echt peinlich, wenn man es laut sagt. Überhaupt nicht. Es ist süß. Vielleicht kann ich helfen. Oh, echt? Bist du gut darin? Was glaubst du, wie viele Jellybeans es sind? Ja, vielleicht kann ich das rausfinden. Es sind immer mehr, als man denkt. Ich sag mal, um die 800? Ja, könnte sein. Die Lady, die beim Glas sitzt, hat sich irgendwie verändert. Vielleicht sollte ich sie lesen. Ah, dann sollte das funktionieren. 800 ist nicht schlecht. Hoffentlich geht es nicht weiter runter. Oh, ich lag gar nicht so falsch. Vielleicht sollte ich etwas sagen. Wie, vielleicht geht es nicht weiter runter? Das ist doch unmöglich, oder? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so auf ein Glas Jelly Beans konzentriert. Ja, ich will mit ihm sprechen. Hey, ich hätte da noch einen Tipp. Ja? Ich denke, es sind so ungefähr 700. Ja, 700 klingt gut. Aber wir müssen es ganz genau treffen. Ich habe gespürt, wie ihr Herz ein Aussetzer machte. Ich sollte sie nochmal lesen. Ja, das war auch mein Gedanke. Wow, das war nah dran an 731. Wer ist dieses Mädchen? Oh ja, ich weiß Bescheid. Oh, das ist gemein. Die richtige Antwort ist 731. Frag mich nicht wie. 731 Jellybeans.
Das stimmt. Yes! Danke für deine Hilfe. Du bist krass. Kein Ding. Jetzt ist sie wütend, oder? Unglaublich. Woher hat sie das gewusst? Lebenslanges emotionales Trauma. Ja. Hast ja richtig Glück gehabt, was? Richtig viel Glück. Okay, wenigstens konnte ich jetzt mal einem helfen. Ich glaube nicht, dass das Teil unsere Ausweise überprüft. Kein Wort zu Pike. Ja, aber ich kann ja eh keins nehmen. Also von daher. Wow. Dieses Modell ist wunderschön. So, Jet, reden wir mal mit dir. Sorry. Das ist letztes Jahr passiert, ja. Ich erinnere mich genau daran. Das war so gegen 10 oder 11 Uhr abends. Und ich sage dir, er war schon hackedicht, Mann. Ich kann so ein Trinkverhalten nicht befürworten, trotz meines Berufs. Das Frühlingsfest ist anders als die Lantern, keine Frage. Na jedenfalls, kommt er aus dem Diner gerast? Es war ein harter Monat. Einige Tische um. Aber das hier macht alles wieder wett. Jet liebt diese Stadt so sehr. Es ist inspirierend. Es ist schön, Jet so in seinem Element zu... sorry. Dann sehe ich, wie er wie aufgescheucht zum Dock rennt und bin gleich hinterher. Echt cool, dass das Radio genau live aus dem Park berichtet. Voll. Man fühlt sich echt wie auf einem Mini-Coachella. Die schwarze Bestie. Ziemlich Mini. Oh Gott. Ja, das passt irgendwie. Oh, hi, Val. Sie haben sogar dich zum Mitmachen überredet, ne? So. Die schwarze Bestie von P. Audleys Reisen im Zirkus. Audleys reisender Zirkus und sein Kronjuwel. Die schwarze Bestie tourten in den 1930ern und Anfang der 1940ern in den Vereinigten Staaten. Bevor P. Audley vorzeitig hier in Haven Springs, Colorado verstarb. Diese unglückselige Aufführung verweilte jahrzehntelang in Havens Geschichte und Gerüchte über die Bestie kursieren noch heute. Das Kronjuwel von Audleys reisenden Zirkus war bekannt als die schwarze Bestie, wahrscheinlich eine melanistische Farbvariante. Des Pantera Onca Berichte von Augenzeugen... Moment... war bekannt als die schwarze Bestie, okay. Berichte von Augenzeugen widersprechen dem traditionellen Verständnis der Gattung aufgrund seiner ungewöhnlichen Größe und unnatürlichen Langlebigkeit. Die schwarze Bestie sollte am 27. Juli 1944 in einer Show in Haven Springs auftreten. An diesem Abend ermöglichte ein Vorfall während der Aufführung der schwarzen Bestie die Flucht in die Wildnis der Berge. Dabei tötete sie mehrere Darsteller. Selbst heute berichteten Wanderer, Jäger und jene mit abenteuerlustigen Herzen von Sichtungen eines großen Schattens, der durch die Berghänge von Haven Springs pirscht. Präsentiert von der Gesellschaft zur historischen Einhaltung von Haven Springs. So. Lagerfeuer. Und der arme Bastard ist so betrunken, dass er vergessen hat, dass er nicht schwimmen kann. Also springe ich ihm hinterher. Hat etwas gedauert. Was ist das für eine Geschichte? Ach so, das ist also diese Gemeindeversammlungssache, von der alle immer reden. Ja, yep. Alles klar. Ja, die Frage ist jetzt, wir haben ja noch unsere Rose. Ich möchte jetzt noch nicht allzu viel hier machen. Eleanor, mit ihr würde ich auch gerne sprechen, aber... Am nächsten Morgen... Moment, wo war er jetzt? Sie ist da, das ist klar. Ach so, da. Ich
kann ihn nicht lesen. Ich würde aber gerne... Hey, Ryan. Ich habe etwas für dich. Alex. Ich... Darauf war ich wirklich überhaupt nicht vorbereitet. Wow. Danke. Gern geschehen. Weißt du, ich habe auch etwas für dich. Treffen wir uns nach der Show? Na klar. Dann viel Spaß, ich sag Bescheid, wenn ich fertig bin. Cool. Dann bis später. Okay. Also wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob man diesmal bei Life is Strange überhaupt irgendwas mit einem Mann anbandeln kann. Normalerweise ist es ja eher mit einer Frau, deswegen... Bitte verpasst ihr keinen Elektroschock. Ich gebe mein Bestes. Okay. Schlagzeug spielen wir jetzt aber nicht, oder? Ich kann es kaum erwarten, die Mystery Band zu sehen. Apfeltauchen, oh je. Das erfordert eine ganz bestimmte Art Mensch. Und die bin ich nicht. Nee, ich auch nicht. Das unsinnigste Wodka-Liefersystem der Welt. Also, wo steigt die Aftershow-Party? Aftershow-Party? Also, ich hoffe nur, dass es Riley gut geht. Du musst doch wissen, wo es abgeht. Was ist mit Riley passiert? Ehrlich gesagt, bin ich fix und fertig. Ich denke, dass ich bald schlafen gehe. Hi, Eleanor. Guten Abend, Liebes. Hey, wo ist Riley? Ich habe sie noch nicht gesehen. Ihr war nicht nach Feiern zumute, weißt du. Sie hätte heute Abend eigentlich die Stadt verlassen. Also wäre dann nicht... Naja. Oh, es tut mir leid. Du hast mir letztens im Laden so sehr geholfen. Falls du Riley siehst, könntest du ihr vielleicht auch helfen? Klar, das mache ich doch gern. Also, kippen wir ein paar Shots oder was? Natürlich. Tequila. Und wer fängt an? Ich mach nur Spaß. Oder doch nicht? Die Dekoration ist echt wunderbar. Das muss ein Haufen Arbeit gewesen sein. Das war's wert. Ich werde mal lieber gehen. So, Steph und ich wollen alles hören. Wir sind bei der Bühne. Komm vorbei, wenn du soweit bist. Ryan, alles bereit. Kommst du zur Bühne? Unterwegs. Okay. Erkunde das Frühlingsfest. Hab ich aber noch offen. Gib Steph oder Ryan eine Rose. Ja. Klingt, als würde Ryan auf mich warten. Dir auch. Ich gehe lieber zurück. Aber wohin zurück? Ja, aber ich wollte eigentlich noch zu Steph. Okay, lesen kann ich sie nicht. Hey, Steph. Ich glaube, Steph wurde hinter einem DJ-Pult geboren. Okay. Ja, was heißt jetzt zurückgehen? Hierhin, oder? Hey. Hey. Gerade rechtzeitig. Also, wer spielt? Sie steht vor dir. Dein Ernst? Das ist ja mega. Krass. Und wer noch? Oh oh. Steph? Wer spielt sonst noch? Ich hasse euch beide. Wir wollten nicht, dass du kneifst.
Aber der Blick gerade. Wer hat denn hier was von Kneipen gesagt? Niemand. Aber nur weil du nicht die Chance dazu hattest. Das wird so krass. Glaub mir. Wir haben noch nie zusammen gespielt und... jedenfalls... Sorry, wenn's kacke ist. Tolle Begrüßung. Fuck it. Hey, Charlotte. Wie tief er wohl ist. Den See, meine ich. Weiß nicht. Ich fühlte mich furchtbar heute Nachmittag. Ich wusste nicht, ob ich dieses Gefühl überlebe. Aber jetzt... Es ist wie wenn dein Bein einschläft. Obwohl es noch an dir dran ist, fühlt es sich so fremd an. Mein Leben lang hatte ich intensive Gefühle. Aber vielleicht ist es besser so. Ja, es tut mir leid, dass ich nicht wusste, was jetzt für sie besser ist oder nicht. Charlotte, es tut mir so leid. Es tut dir leid. Ich wollte echt nicht, dass es so weit kommt. Ich auch nicht. War schön, dich zu sehen. Viel Spaß auf dem Fest. Vom spießigsten überhaupt. Richtige Antwort. Ich bin dabei. Hi, können wir uns auf dem Dach treffen? Okay.
Klar, bin gleich da. Aha, aha. Klingt, als würde Ryan mich auf dem Dach treffen wollen. Aha, aha. Wie komme ich denn jetzt überhaupt wieder zurück? Moment. Jetzt bin ich hier gerade. Blackland. Ach so, ja, klar. Hier ist die Bar. Also sollte sich da jetzt wirklich eine Liebesgeschichte anbahnen, bin ich ehrlich gesagt sehr, achso, es geht so nicht, sehr begeistert, weil ich kenne es bisher nur, dass man mit den Mädels rummachen kann. Tada! Es ist ein Baum. ja, davon bin ich mal ausgegangen. Danke, du Wildnisexperte. Ich habe mich eher gefragt, warum? Meine Mom litt an Schlaflosigkeit, als ich klein war. Sie fuhr dann hier zur Lantern um 3 Uhr morgens, um im Garten zu arbeiten. Manchmal nahm sie mich mit. Er war immer ein besonderer Ort für mich. Hoffentlich wird er das für dich auch. Ich hätte mich besser um ihn kümmern sollen. Komm schon, du musstest dich um andere Sachen sorgen, wie dieses granatenstarke Set. Du bist ein echter Rockstar. Danke. Für alles. Ja. Das Publikum war begeistert. Du weißt, dass du nächstes Jahr wieder ran musst. Alles okay? Ja, schon. Ich denke nur, ich war viel zu beschäftigt, um auch nur kurz über die Zukunft nachzudenken. Okay. Wie findest du das? Alex' Zukunft in Haven Springs. Der große Kinohit. Das Musical. Auf dem Eis. Schließ die Augen. Es ist morgens. Kühl. Du kannst deinen Atem sehen. Du läufst gerade die Hauptstraße entlang auf dem Weg zur Arbeit. Wohin? Ach so, auf dem Weg zur Arbeit. Ja, dann Black Lantern, ne? Weil ich arbeite hier. Zur Lantern. Okay. Gehst keine Risiken ein, aber verstehe ich. Nach der Arbeit? Die Sonne wird noch für ein paar Stunden scheinen. Es ist jetzt warm und du trägst deine Jacke unter dem Arm. Was ist dein Plan? Wandern, als ob die wandern gehen würde. Ich setze mich hier aufs Dach. Und spiele meine Gitarre. Sehr gut. Nicht aus der Übung kommen. Nur noch ein paar Monate bis zum nächsten Frühlingsfest. Plötzlich ist jemand an der Tür. Wer? Nur die coolste Person in Haven Springs. Er kommt auf dich zu, auf seine extrem coole Art. Seine Karojacke flattert im Wind. Idiot. Ja. Du sollst nicht gleich dein ganzes Leben durchplanen, aber Haven Springs wird dir immer ein Zuhause sein, falls du dich entschließt, hier Wurzeln zu schlagen. War das ein Gärtnerwitz? Nein. Kann sein.
Ich... Du bedeutest mir viel, Alex. Sehr viel. Du bist die unglaublichste Person, die ich je getroffen habe. Komm schon, du Idiot, küss sie! Küss sie! Ich würde dich wirklich gern küssen. Ich weiß. Willst du zurück zum Fest? Ich kaufe dir eine Zuckerwatte. Du kannst ja eine für mich aufheben. Ja, klar. Wir sehen uns dort. Hey, Gabe. Kann ich dir etwas sagen? Ich glaube, ich habe herausgefunden, warum du gestorben bist. Wer verantwortlich ist. Ist das nicht verrückt? Ich habe keine Spur mehr, der ich folgen kann. Was mir Angst macht. Denn nach all dem, nach Typhon, nach dir, ist dann nur ein normales Leben. Ich habe irgendwie darauf gezählt, dass du mir zeigst, wie das geht. Aber ich denke, ich finde es schon heraus. Ich wünschte nur, du wärst hier, um es zu sehen. Oh, und ich habe Ryan geküsst. Das ist auch passiert.